Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt's wieder jede Menge kleine Schnipselanrufe, also Telefonate, die nicht für ein ganzes Video gereicht haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen einzelnen Anrufen. Hallo, melde ich mit Herrn Karl? Das ist mein Vorname. Würden Sie mich bitte mal mit meinem Nachnamen ansprechen? Das ist ein Problem? Ja, das ist ein Problem. Sowas ist unfreundlich. Was sind Sie, was soll das? Immer wieder Wahnsinn. Die rufen euch an und sprechen euch einfach mit dem Vornamen an. Tja, dass sich sowas in Deutschland nicht gehört, ich weiß es nicht. Mir hat mal ein Betrüger erzählt, es wäre einfacher, den Vornamen anzusprechen, denn die Nachnamen sind meistens zu kompliziert. Dann frage ich mich aber tatsächlich, warum rufen die dann in Deutschland an, wenn sie der Sprache einfach nicht mächtig sind? Schon immer wieder krass. Naja, und die hier, die hat wohl von Anfang an keinen Bock mehr gehabt, weil sie wusste, dass hier wohl kein Geld abzugrasen ist. Guten Tag, Herr Peterchen. Herr Kekkerchen, ja? Ja, jetzt das ist normal. Was? Emma Arden am Apparat und ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse für Bitcoins und Kryptos. Ah ja, toll. Sie haben Anmeldung gemacht. Haben Sie Interesse für Online-Handel, stimmt? Weiß ich nicht. Also, woher haben Sie denn die Info? Denn Sie haben Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingegeben, damit Sie haben offizielle Anfrage gemacht, dass Sie Online-Handel mit Bitcoins anfangen wollen. Bitcoins, Bitcoin makes people rich. Sie haben diese Werbung gesehen. Und sein, ja, Ja, genau. Und danach, Sie haben E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingegeben. Jetzt, Sie haben eine Handelsplattform, aber das ist nicht aktiv. Wenn wir machen das aktiv, danach von unserer Seite, Sie bekommen Robot-Software, das ist ein System, die läuft automatisch für Sie und macht mathematische Analyse für Sie. Mit diesem Programm, Sie werden schon im ersten Monat Profiten auf Ihrem Handelsplattform kriegen und danach Sie entscheiden, wollen Sie weitere Investitionen machen oder wollen Sie dieses Profiten auszahlen auf Ihrem Bankkonto oder Kreditkarten. Aha. Sie haben jetzt Lautsprecher eingeschaltet, oder? Nee, der war schon vorher an. Okay. Herr Erwin, wollen Sie Online-Handel anfangen? Ja. Mit welchem Betrag wollen Sie das machen? 25 Euro. Das ist mindestens der Betrag. Welche Zahlungsmethoden benutzen Sie? Sie wollen das mit Ihrem Kreditkarten machen oder Onlinebank? Muss man das mit sowas machen? Geht das auch anders? Nein, oder Mastercard oder Visa-Karte oder Onlinebank. Ja, dann... Haben Sie keinen? Was denn? Haben Sie keinen? Was habe ich nicht? Keine Kreditkarten oder haben Sie keine Online-Bank? Doch. Welche haben Sie? Bei Kreditkarte jetzt oder bei dem anderen? Kreditkarte haben Sie? Auch, ja. Okay, welche haben Sie? Das ist Visa-Karte oder Master? Weder noch. Da habe ich eine JBC. Nein. Doch. Na, habe ich hier eine JBC. Na doch, ich habe eine JBC. Das soll oder Visa-Karte sein oder Master-Karte sein? Nee, ich habe nur eine JBC-Kreditkarte. Okay, welche Bank haben Sie? Welche Bank? Ja. Die Chuck Norris Bank. Ah, Chuck Norris, okay. Dann jetzt rufen Chuck Norris und sagen, dass Sie sind dumm und unseriös, okay? Warum beleidigen Sie Ihre Kunden? Geht bei Ihnen irgendwas nicht richtig im Kopf vor? Tschüss, tschüss. Hä? Ich dachte, Sie sind dazu da, um mir zu helfen. Ja, da haben wir wieder eine sehr, sehr nette Betrügerin gehabt, die nichts anderes kann, als die Kunden dann zu beleidigen, wenn sie denn nicht weiter weiß. Tja, die Chuck Norris Bank, die gibt's sicherlich nicht, aber naja, warum muss man den Kunden dann gleich beleidigen oder ja auch als unseriös bezeichnen? Da kann man doch erstmal nachfragen, wenn man irgendwas nicht weiß. Naja, und auch wenn es unseriös ist, letztendlich, tja,
Finde ich es einfach nicht in Ordnung, wenn solche Callcenter-Mitarbeiter einen gleich irgendwie, tja, denunzieren und auf irgendwas runter reduzieren. Vielleicht hat man auch einfach nur was falsch verstanden, anstatt da nochmal vernünftig nachzufragen. Aber naja, das können die halt irgendwie nicht. Sobald die merken, dass sie ja kein Geld ergaunern können, werden sie ziemlich unfreundlich und ungehalten. Denn letztendlich war ja der einzige Grund nur, damit sie euch Kohle klauen können. Und das haben wir hier der netten Tante wieder vermiest. Hallo? Gault, sind Sie es? Das ist mein Vorname. Ja, also Gault Steiner, richtig? Ja, Herr Steiner. Für Sie. Ja, freut mich, Herr Steiner. Also, mein Name ist Alex Novak und ich wurde Ihnen als Konto-Manager zugewiesen. Es geht um das Konto, das Sie bei uns erstellt haben. Aha. Haben Sie das immer noch in Erinnerung, Herr Steiner? Was denn für ein Konto? Also, das ist ein Investmentkonto. Ich kann hier auch sehen, dass Sie sich Sie haben Profits pro Investor im Internet eingegeben und ja, dann sind Sie bei uns gelandet, wo Sie Ihre Daten hinterlassen haben, damit wir Sie anrufen können. Ja, und wollen Sie sich nicht erstmal vorstellen? Bitte was noch einmal? Ja, wollen Sie sich nicht erstmal vorstellen, richtig, mit Firmenname und Ihren Namen und so? Aber das habe ich doch vor einer Minute gemacht. Habe ich Alex nicht verstanden. Novak. Alex, also Alex und Novak. Alex ist mein Vorname, Novak ist mein Nachname. Ja, und wie ist der Firmenname? Von welcher Firma aus rufen Sie an? Incendiary Limited. Ihre Brokerfirma aus London. Aha, okay. Also, es ist eine gute Entscheidung, bei uns zu investieren, weil wir momentan ganz gute Angebote für Sie haben, Herr Steiner. Was denn für Angebote? Bitte was? Was denn für ein Angebot? Ja, also bei uns kann man mit dem Betrag von 250 Euro anfangen, dann bekommen Sie auch 75 Euro als Willkommensgeschenk und dazu kommt auch die Hilfe von unserem Finanzberater. Also ein Finanzberater wird Ihnen dann zugewiesen und Sie werden dann täglich Empfehlungen von dem Typ bekommen. Also ob Sie da in Aktien oder in Rohstoffe, in Gold oder in Öl oder in Bitcoin investieren sollten, am liebsten. Also deshalb müssen Sie sich mit dem Ganzen nicht gut auskennen. Also es läuft schon. Also gibt es da Fragen, die unbeantwortet bleiben? Aha. Herr Steiner? Ja. Also fragen Sie doch. Was soll ich denn fragen? Also wenn Sie Fragen haben, dann können Sie diese Fragen mehr gerne stellen und ich werde sie beantworten. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn es da keine weiteren Fragen gibt, können wir sofort mit dem Ganzen losfahren. Also, mit welchem Betrag wollten Sie denn bei uns anfangen? Und noch was, diesen Betrag können Sie auch zu jedem Zeitpunkt ausbuchen lassen, wenn Ihnen da irgendwas nicht passt. Und unser Interesse da ist 8% von Ihrem Gewinn. Herr Steiner? Sind Sie da? Ja. Also, mit welchem Betrag wollten Sie dann anfangen? Welcher ist denn gut? Bitte was? Welcher Betrag ist denn gut? Ja, ist gut auf jeden Fall. Okay. Ja, und an der Stelle hat er dann das Gespräch einfach abgebrochen. Tja, was das werden sollte, ich weiß es auch nicht. Vielleicht hat er den Braten gerochen, dass er hier bei mir nichts mehr verdienen kann. Oder vielleicht ist ihm selber aufgefallen, dass er gar nicht vernünftig geantwortet hat auf die Frage, die ich gestellt habe oder auf die Aussage, die ich getroffen habe. Tja, das liegt halt einfach immer wieder daran, dass die Trading-Betrüger oftmals nicht wirklich Deutsch sprechen können und nur ablesen. Und sobald man irgendwie vom Skript abweicht, wissen sie dann auch gerne mal nicht mehr, wie man da zurückfindet in das Skript hinein. Ja, denn die Fragen, die bleiben ja dann immer offen und der Kunde, der nervt ja dann auch dem Anschein nach. So ist das halt eben auf dem illegalen Trading-Markt. Schade, schade, er hätte sich beweisen können, hat er nicht getan. Oh, ja? Spreche ich mit Herrn Karl Klauterbach? Ja. Herr Klauterbach, ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung bei unserer finanziellen Plattform, ja? Sie sind gerade bei uns angemeldet, meine ich, wie am Flex Capital. Bin ich, ja.
Habe ich, glaube ich, schon wieder zugemacht. Haben Sie einen Fehler gemacht? Ich habe die Seite wieder zu. Ja, und da war dann das Gespräch auch schon wieder beendet. Weiß ich nicht, was der jetzt genau von mir wollte. Sicherlich wollte er mich auch wieder abzocken, aber irgendwie hat er mich dem Anschein nach nicht vernünftig verstanden. Oder er hat nur verstanden, dass ich die Seite schon wieder zugemacht habe. Habe ich ja auch so gesagt. Vielleicht hat er das interpretiert als, naja, dann habe ich da kein Interesse mehr dran. Ich weiß es nicht, was sie sich denken. Manchmal würde mich das ja wirklich interessieren, um das noch irgendwie rauszukriegen, was sie sich dabei gedacht haben, dass sie überhaupt anrufen. Ja, aber naja, das mit dem Antworten ist halt immer so ein Problem, ne? Die antworten ja nicht gerne auf Fragen, sondern labern nur einfach ihren komischen, ja, geschwafelten Text runter. Hallo. Hallo, eine schöne guten Tag, spreche ich gerade mit Herrn Karl? Ja, nee, das ist aber mein Vorname. Okay, Entschuldigung, Herr Karl Lausbengel. Ja. Genau, mein Name ist Katrin und ich rufe Sie an von der Investitionsplattform. Sie haben gestern gesprochen mit einer Kollegin von mir und sie haben gesagt, dass Sie möchte heute angerufen werden. Nee. Das geht über Ihr Handelskonto. Das habe ich nicht gesagt. Doch, das haben Sie gestern gesagt. Nee, das stimmt nicht. Okay, haben Sie Interesse online zum Investieren? Ja, gestern hatte ich Interesse, aber dann hat die einfach aufgelegt. Okay, was ist passiert? Weiß ich nicht, die hat mich angebrüllt. Was hat gemacht? Die hat mich angebrüllt, einfach so. Echt? Ja. Okay, bei uns so steht, dass ich habe gesprochen mit einer Kollegin von mir, Augustin, und sie hat gesagt, dass sie möchte heute angerufen werden. Nee. Nein. Okay, wissen Sie schon, wie alles funktioniert bei uns? Wie können Sie starten, potenzielle Profite zu machen? Ja, ich weiß, dass ihr die Leute anschreit. Wie bitte? Ja, ich weiß ja, dass ihr die Leute anschreit. Anschreit? Ja, die hat Wer mich macht ja... das? Na, die Tante von gestern, die hat mich ja angeschreit. Sie haben nicht mit einer Tante gesprochen und sonst mit einem Herr, Augustin heißt. Ja, meine ich ja. Ja, das bedeutet, Sie haben auch mit jemand anderem von einer anderen Plattform gesprochen. Nee. Wir sind da, unsere Kunden zum Unterstützen, nicht zum Schreien aber an hat, dem Kunde. Aber hat die ja gemacht. Okay. So. Jetzt bin ich ganz traurig. Sie sind traurig? Ja. Haben Sie Erfahrung in dieser Branche? Haben Sie bis jetzt gehandelt oder investiert? Nee, und du? Ich auch nicht. Okay. Ich darf nicht. Ja, dann muss das ja scheiße sein. Warum das? Wir haben viele Kunden, welche sind zufrieden. Ja. Und nu? Darf ich Sie fragen, wie alt sind Sie? Nee. Darf ich nicht? Nee. Warum? Macht man doch nicht, ist doch unanständig. Ja, aber wir müssen das wissen. Aber warum? Weil sie dürfen nicht arbeiten mit den Leuten unter 18 Jahren. Ach so, na dann gehöre ich ja nicht dazu. Und nu? Jetzt ist ja die schöne Musik da aus dem Hintergrund weg. Gefällt Sie nicht unsere Musik? Nee, die ist scheiße. Okay, haben Sie Interesse, Ihr Konto zum Aktivieren? Nee, jetzt nicht mehr, weil ihr seid ja Betrüger. Wem sagt das? Na, die Tante von des gestern da, der hat gesagt, dass mich beleidigt und sowas machen ja nur Betrüger. Okay, ich glaube das nicht. Aber ich weiß das ja. Okay, dann schönen Tag, ich wünsche Ihnen. Tschüss. Tschüss, Betrüger-Lady. Ja, mal wieder ein Gespräch der Kategorie Cringe. Einfach nur Wahnsinn. Naja, die ruft an und diskutiert erstmal mit dem Kunden, dass der Kunde Unrecht hat. Eieieiei, ich meine, man kann ja gerne dem Kunden nett irgendwie sagen, dass es nicht so gewesen ist, aber das macht man, glaube ich, nicht so, indem man dem Kunden das irgendwie vorwurfsvoll vor die Füße kotzt. Aber gut, umso besser, umso mehr die sich daneben benehmen, umso weniger Leute werden da Geld investieren. Ich hoffe es zumindest. Oh Mann, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der netten Lady gehalten habt. Ja? Hartmut Schimmel-Donner, ja? Ja, genau.
Guten Tag, guten Tag, hier ist Tante O. Guten Tag, guten Tag. Ich spreche von Inertia Finance, europäische Haupthandelszentrale. Sie sind auf unserer Währung registriert, deswegen rufe ich Sie an. Oh, das tut mir leid. Ich bin ja persönlicher Kontoberater und jetzt bin ich dabei, hier Ihnen alles zu erklären und danach Ihnen helfen, Ihr Handelskonto bis Ende zu aktivieren. Oh, Sie sind nur für mich da. Herr Schimmeldonner, am Anfang habe ich ein paar Fragen für Sie, okay? Ja. Oh, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder sind Sie ganz neu bei uns? Da bin ich neu. Oh, okay. Jetzt interessiert mich, was ist Ihre Motivation? Warum sind Sie erst mit Onlinehandel interessiert? Weiß ich nicht. Jetzt sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie es ausprobieren? Weiß ich nicht. Mindestlang 250 Euro? Ja, wenn das sein muss. Mindestlang 250 Euro, um ein aktives Konto auf dem Finanzmarkt zu haben. Okay. In diesem Fall werde ich Ihnen die offizielle Einzahlungszeit senden, womit können wir Transaktion ganz schnell und sicher machen. Wir benutzen diesen Zahlungslink, weil Sie noch kein aktives Konto haben. Vergessen Sie bitte nicht das, diesen Link sollen Sie nur einmal benutzen. Nach der ersten Einzahlung bekommen Sie dieses Geld in Ihr Handelskonto. Damit aktivieren Sie es und danach können Sie schon Geld ein- und auszahlen von Ihrem Handelskonto tätigen. Wie viel möchten Sie investieren? Wie viel muss ich denn? Ja? Wie heißt deine Bank? Was? Wie heißt deine Bank? Meine Bank? Wie heißt Ihre Bank? Welche Karte verwenden Sie zur Aktivierung? Visa Card oder Mastercard oder Online Banking? Warum sagt denn da die ganze Zeit jemand was vor? Bitte? Warum da jemand im Hintergrund was vorsagt? Ich habe nicht verstanden. Na, da sagt doch immer jemand was vor. Was meinen Sie? Was meinen Sie? Hallo? Ja? Was meinen Sie? Na, da sagt doch immer einer was vor. Wollen Sie Handelskonto aktivieren? Ja, aber warum sagt die Frau im Hintergrund immer alles vor? Das wollte ich jetzt erstmal gerne beantwortet haben. Und nicht, dass Sie mir dann immer dazwischen quatschen und dann mit irgendwas anderes weitermachen. Ich habe Ihnen doch eine Frage gestellt. Die Frage lautete, warum sagt die Frau im Hintergrund das immer alles vor, was Sie denn nachplappern, wie so ein Papagei? Ich vorbereite für Sie Link. Deswegen frage ich das. Ja, ist ja schön, dass die Tante das immer vorsagt, aber warum gehen Sie gar nicht darauf ein, was ich sage? Ein Moment. Hallo? Ja? Guten Tag. Ja, warum hören Sie da einfach bei dem Gespräch zu? Das ist illegal. Weil Herr Dante Owl hat sie mit mir verbindet. Also ich bin technische Abteilung von Herr Owl. Und jetzt werde ich Ihnen helfen, okay? Ja, aber Sie sind also ja gesetzlich dazu verpflichtet, mich darüber zu unterrichten, dass noch jemand zuhört. Jetzt höre ich Sie, okay? Können Sie mir erklären, was Ihr Problem hier, Schimmeldonner? Ja, das Problem ist, dass Sie sich nicht an geltende Gesetze halten. Das also macht ja keinen seriösen Eindruck. Also, wieso sagen Sie es, ja, Schimmeldonner? Ja, weil das die geltenden Gesetze sind, sage ich das. Deswegen. Nein, Herr Dante Doch. Hat nicht verstanden, was Ihr Problem war. Ja, mein Problem deswegen ist ja, warum Sie... automatisch ja. Verbindet. Nee, das stimmt ja nicht. Sie haben ja schon die ganze Zeit alles vorgesagt. Was haben Sie vorgesagt, Herr Schimmeldonner? Ja, also ja, ich Sie. Habe keine Ahnung. Sie haben die ganze Zeit alles vorgesagt. Echt? Ja, habe ich gehört. Was? Und das ist illegal. Das haben Sie gehört. Ja, alles, was der Typ gesagt hat, das haben Sie immer vorgesagt die ganze Zeit und das... Genau, und weil man dann selber nicht antworten kann, legt man dann halt einfach auf. Man kennt es ja nicht anders von den netten Betrügern. Aber schon Wahnsinn, die hört die ganze Zeit im Hintergrund zu, sagt die ganze Zeit alles vor und wenn sie dann wirklich selber mal dran ist, ja, dann weiß er auch nicht so richtig. Und ja, der Knaller war ja der Typ davor, der wirklich auf überhaupt nichts eingehen konnte. Der konnte einfach kein Deutsch, der hat einfach nur alles vordiktiert bekommen. Weil die Tante hier vielleicht noch drei Wörter mehr mehr sprechen kann oder auch mehr versteht. Aber letztendlich, ich glaube, so arbeitet auch kein vernünftiges Callcenter. Ich meine, es kann ja sein, dass in vernünftigen Callcentern immer mal wieder einer irgendwo in der Nähe ist und helfen kann.
Ja, aber der hört dann nicht live dabei dazu. Das ist eben auch verboten. Dann hätte ich darüber informiert werden müssen, dass da jemand zuhört. Und dadurch, dass die mich anrufen, ja, müssen sie das direkt am Anfang des Gespräches sagen, dass noch jemand dabei ist. Denn letztendlich geht es hier um Finanzgeschäfte. Ich sage meine Kontodaten durch. Und ich vertraue da vielleicht auch irgendwelche privaten Geldsachen an. Und dann kann es nicht sein, dass da einfach unangemeldet irgendjemand mit zuhört. Und dann hat es ja auch noch abgestritten. Ja, oder gar nicht mal so richtig diskutiert und ganz am Ende dann einfach aufgelegt. Weil eigentlich hat sie ja auch nur wiederholt, was sie ihm vorgesagt hat. Tja, schon irgendwie krass, wie die da in diesen Callcentern arbeiten. Guten Morgen. Ja. Spreche ich mit Karl Kachefein? Ja, Kachefein. Ja, hier spricht Sagapa am Apparat. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Sie haben bei uns sich angemeldet, ja, für BitQ. Ja, das ist auch prima, dass Sie sich da melden. Mensch, da bin ich ja richtig entzückt. Okay. Jetzt, meine Arbeit ist ja, Ihnen zu helfen, Ihr Konto aktivieren. Wie machen wir das? Wie bitte? Wie macht man das? Haben Sie Computer dabei? Nee, aber ich habe mir gerade frischen Schlüpfer angezogen von der Rosi. Bitte? Ich habe mir gerade einen frischen Schlüpfer angezogen von der Rosi. Okay. Ich wollte mal sagen, stell dir vor, du würdest jetzt den gebrauchten Schlüpfer von meiner Rosi anziehen. Zitter nicht, ich sagte, stell dir vor. Atmen Sie bitte. Ja, und können Sie auch atmen wie ein Fisch oder wie eine kleine Sonnenblume? Deine Mutter kann das. Ja, die ist aber entzückend. Ja, deine Mutter kann das. Ach, das ist der Persönlichkeit. Ach, Sie sind aber eine ungewaschene Lady. Deine Tochter ist das, deine Mutter, hab so keine Tochter. Deine Familie, ja? Ja. Ja, ich glaube, die hat sich hier zum Schluss wieder selbst verraten, aus welchem Callcenter sie angerufen hat. Definitiv kein seriöses. Naja. So ist das halt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne wieder mit einem Daumen nach oben. Und wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.